Hi! Und auch heute eine Legung für dich. Und zwar, ich bringe dir die Karten jetzt von dem Vollmond mit, denn wir haben heute Morgen Vollmond im Skorpion. Was bringt dieser Vollmond mit? Also, es geht um Hilfe annehmen und also auch wirklich Mitte finden und Selbstbewusstsein auch finden. Und es geht auch ein Stück weit wirklich darum, auch eine Entscheidung zu treffen. Hilft dir dieser Vollmond? Und es hilft dir auch wirklich, ja, das auszusprechen, was du in deiner Seele spürst, in deinem Seelenlicht, dass du das heute auch besonders manifestieren kannst. Also du sollst ja bestimmte Dinge manifestieren. Es geht auch darum, mehr in diese Freiheit hineinzugehen, diese Freiheit zu fühlen. Werde dir dessen bewusst. Es geht auch ein Stück weit darum, mehr im Hier und Jetzt zu sein und auch die Energien aktuell wahrzunehmen. Es geht auch darum, dass du ja dieses neue Licht in der Liebe also auch zulässt, auch erkennst, dass du, was du aussendest, das kehrt zu dir zurück. Und auch die Selbstliebe, ja, also dass du die Selbstliebe auch in dir fühlst. Und es geht auch darum, dass du diese zarten Impulse zeigen dir den Weg. Und ja, es geht um die Seelenkommunikation. Höre auf die Stimme deines Herzens und deine geistige Führung, ja. Und es geht auch ein Stück weit darum, für den weiblichen Anteil, dass man auch die Zwillingsflammen jetzt ganz still, also diese Mondphasen für sich wahrnehmen, die Gefühle, die Empfindungen, die Energien, dass die erkennen, wie viel Kraft das ihnen in diese Stille auch geben kann und wie viel, was das alles so von der Sichtweise her auch neu eröffnen kann. Es geht auch ein Stück weit für den männlichen Anteil um die Einweihung. Etwas Heiliges und Kraftvolles und Mystisches will geschehen. Eine neue Einweihung, eine kosmische Urkraft will auch ja, hier stattfinden, ja, also für den männlichen Anteil. Lass uns schauen, ja, was bringt dieser Vollmond generell für die Zwillingsflammen mit. Also ich gehe jetzt davon aus, die meisten sind Frauen, die mir zuschauen. Wenn du jetzt einen Mann zuschaust, also dann dreh das so für dich passend um. Also es geht ja wirklich um diese Mondkraft. Schau mal hier. Und dass du dich auch damit verbindest, mit dem Universum dich verbindest, denn das wird deine Wünsche auch erfüllen. Ja? Und es geht auch darum, dass du diese Herausforderungen auch wirklich so wahrnimmst, ja, dass du, ja, das ist ein Hindernis hier, aber trotzdem auch eine Wachstumsmöglichkeit für dich. Denn das bringt für dich etwas in Bewegung, aber auch für deine Zwillingsflamme bringt was in Bewegung, weil er kann ja jetzt hier wirklich seinen Herzensweg gehen, auch wenn ihm das so ein bisschen noch Unruhe bereitet, eine innere Unruhe auf der Seelenebene. Vielleicht hat das wirklich was mit dem Vorleben zu tun. Aber es geht so mit großer Aufregung, ja, in diese Festigkeit, ja. Und es geht auch wirklich darum, ja, einfach sich selber auch treu zu bleiben. Und diese Verletzung, was man so in seinem Inneren auch fühlt, vielleicht von früher, also wirklich auch loszulassen. Und natürlich gibt es in jede Situation ein Risiko, ja, und das ist eine Herausforderung, wie gesagt. Also ich sehe hier die Schlange, ja, aber es geht ein Stück weit darum, wirklich, dass das ganze Potenzial hat, dass man das also auch aufbauen kann. Also es kann sein, dass er dir wirklich einen Brief schreibt, dass er sich seinen eigenen Schatten stellt
und auch die Maske fallen lässt und dir einen Brief schreibt, es geht auch darum, dass das Ganze in der Heilung geht, was der Liebe anbelangt. Ja? Es geht auch darum, das braucht noch etwas Zeit. Und ich sehe hier schon, ja, dass hier, wie gesagt, es geht um den, wirklich diesen Ankommen und um diesen Neuanfang mit deiner Zwillingsflamme. Und da auch wirklich bestimmte Dinge zu erkennen, den höheren Sinn hinter bestimmte Dinge zu erkennen. Vielleicht erkennst du auch, dass es für dich auch dient, dass du dich in deine weibliche Urkraft entfaltest, dass du, was du in deinem tiefen Inneren Verborgenen fühlst, ja, auch wenn das also sehr kompliziert ist, was du noch nicht so rauslassen kannst und im Außen vielleicht auch nicht so leben kannst, aber dass es jetzt die Zeit ist, diese karmische Aufgabe für dich also wirklich zu lösen und ja, in deine eigene Stärke zu kommen und in deine eigene Schöpferkraft, in deine eigene Weiblichkeit, weil aus der Schöpferkraft heraus kannst du hier viele Dinge auch für dich erschaffen. Und das nehme ich jetzt hier definitiv auch wahr. Es geht auch ein Stück weit darum, diese seelische Verbundenheit. Und also der Fuchs symbolisiert hier auch, dass du das erkennst. Also du erkennst wirklich Zusammenhänge und dieser Vollmond mit Mondfinsternis wird dir diese mystischen Gefühle auch vereinbaren, auch diese Erkenntnisse. Also auch wirklich, deine Zwillingsflamme wird auch ja, sich seinen Schattenthemen stellen, die bearbeiten und dann wirklich den Neuanfang wagen. Ganz anders mit, ja, also so eine tiefe Erkenntnis wird er zu dir kommen, auf jeden Fall. Da kommt er ja. Und mit diesen tiefen Gefühlen, was er auch für sich fühlt, und was sehe ich denn? Ich sehe hier definitiv, wie gesagt, zeigt sich hier auch ja, die Sehnsucht auch, ja. So, es zeigt sich hier die Einladung, also das Herz zu öffnen von Herz zu Herz, also wirklich ja, dir entgegenzukommen. Und es zeigt sich auch hier das Glück, es wird dir entgegenkommen. Es zeigt sich hier auch, die Gefühle zeigen sich auch hier, positiven Gedanken, also eine komplette Neuausrichtung, auch wenn er nicht weiß, wie das weitergehen kann. Ich hoffe, das hat dir gefallen, du hast dich hier wiedergefunden. Wenn das der Fall war, lass mir ein Like da, lass mir einfach ein Abo da und unter dem Video findest du auch den Kontakt zu mir. Und ich zelebriere auch natürlich einen Vollmondritual. Sehr gerne kannst du daran teilnehmen. Ich sage danke und bis bald.